Die Lebensgeschichte von Navid Reinermann aus Hannover ist fast schon filmreif. Drogen, Abstürze, Schicksalsschläge, Depressionen. All das hat der 42-Jährige schon hinter sich. Nach einem schweren Unfall sitzt er im Rollstuhl. Doch aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Jedenfalls nicht mehr. Denn er hat einen neuen Sinn des Lebens gefunden. Und der heißt CrossFit. Jana Stolzenberg hat ihn getroffen. Die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung. Dieses Sprichwort ist für Navid Reinermann zum Lebensmotto geworden. Der 42-Jährige ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl und liebt CrossFit, eines der härtesten Fitnesstrainings überhaupt. Doch der Beginn dieser sportlichen Leidenschaft ist tragisch. Angefangen hat alles vor 18 Jahren. Damals hat der Fotograf regelmäßig Drogen konsumiert. Bis ich irgendwann an eine falsche Droge gestoßen bin, die eigentlich mir meinen ganzen Gedanken und Sinne gestohlen hat, so dass ich mich von ca. 8 Meter aus einer Höhe einfach runtergesprungen bin. Seitdem sitzt der 42-Jährige im Rollstuhl. Nach einem weiteren Schicksalsschlag, dem Tod seiner Freundin, verfällt Navid Reinermann in Depressionen, wird zum Einzelgänger. Monatelang kapselt er sich ab, bis er im Internet auf CrossFit stößt. Eine Kombination aus Gewichtheben, Eigengewichtsübungen und Turnen. Wenn du CrossFit machst, hast du überhaupt keine Zeit zu überlegen, im Grunde genommen. Du musst dich zu 180% auf dein Workout einlassen. Und genau diese ganzen Sachen machen dich einfach fit, die machen dich klarer. Der harte Sport verändert sein Leben. Mehrmals pro Woche stellt sich der 42-Jährige den einstündigen Workouts in einem CrossFit-Studio in Hannover-Wülfel. All seine Mitstreiter absolvieren die Übungen auf 2 gesunden Beinen. Und trotzdem, eine Extrawurst gibt es für Navid Reinermann nicht. Das war gleich bei der ersten Begegnung mit Trainer Peter Schnabel klar. Dann habe ich ihm gesagt, ich will aber vorher nur eins klarstellen, du bist kein Behinderter. Du machst hier Sport wie die anderen, du machst mit uns auch Sport und du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Und das hat ihm, glaube ich, sehr gefallen. Und daraus hat sich dann auch relativ schnell, wie wir Navid eingegliedert haben, halt ergeben, dass er ja hier eigentlich nichts Besonderes ist. Und genau so sieht es Navid Reinermann auch. Mitleid will er nicht, die Übungen werden seinen Möglichkeiten angepasst. Aber geht nicht, gibt's nicht. Dieser Rollstuhl gibt mir eine gewisse Sicherheit. Es ist vielleicht ein paar Übungen schwerer oder auch leichter, aber es ist halt dieses Sicherheitsgefühl. Das sind ja im Grunde genommen meine Beine, die mich durchs Leben bringen. Und es ist einfach, es gehört zu mir. Von so viel Motivation, Willenskraft und Disziplin sind auch seine Trainingskollegen schwer angetan. Also ich finde, bei Navid vergisst man relativ schnell, dass er irgendwie ein Handicap hat. Der benimmt sich wie der andere und wird behandelt wie der andere. Kein Problem. Dass er das so durchzieht, finde ich echt respektvoll. Also echt. Höchsten Respekt. Wir haben mal einen Workout gemacht, wo wir alles im Sitzen gemacht haben, um das mal darzustellen, wie er das macht. Das war wirklich hart. Respekt zollen ihm aber nicht nur seine Sportfreunde, sondern auch Weltstars wie US-Sängerin Beyoncé oder Schauspieler Mel Gibson, die dieses Foto von Navid bei Facebook posteten. Ich habe Leute, die mich aus China, aus USA, aus egal woher anschreiben und dann zum Schluss du auch noch siehst, dass wirklich Weltstars deine Bilder posten. Das ist wirklich, dass du siehst, dass den Leuten, denen gibst du einen Kick, im Grunde genommen. Und ist eine Art Motivation und das macht mich schon stolz. Das positive Feedback aus aller Welt ist für Navid Reinermann auch selbst die größte Motivation. Bald will er seinen Trainerschein machen und andere Menschen mit Behinderung im CrossFit trainieren. Ganz nach dem Motto, die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung.